Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horikstadt. Ich komme aus Horikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmehl braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So, liebe Leute, und mit diesem Intro begrüße ich euch ganz herzlich zurück auf meinen kleinen bescheidenen YouTube-Kanal. Die Elder Scrolls 5 Skyrim will ich mit euch gemeinsam zocken. Und zwar habe ich mir überlegt, so eine Mischung aus klassischem Let's Play. Und wir spielen so lange, bis wir die Platin-Trophäe haben. Ich könnte zwar das Spiel deutlich schneller durchspielen und mich auf das Wesentliche konzentrieren, aber wenn wir ehrlich sind, die Elder Scrolls oder auch die Fallout-Reihe, das ist einfach nicht Sinn und Zweck. Es macht einfach zu viel Spaß, also mir zumindest macht es zu viel Spaß, die Welt zu erkunden, die ganzen Dungeons zu erforschen, Erze abzubauen, irgendwelche Gegenstände herstellen und schmieden. Das macht einfach den großen Reiz aus, sein eigenes persönliches Abenteuer so zu gestalten, wie man Bock drauf hat. Und genau aus dem Grund werde ich nicht einfach nur das Nötigste abklappern, sondern ich werde einfach das machen, worauf ich Lust habe. Und dazu wird auch gehören,
da ich vielleicht mal die eine oder andere Stunde planlos in der Gegend rumlaufe und einfach nur die jeweiligen Dungeons erforschen werde. Aber ich habe absolut Bock drauf, wieder auf Skyrim. Es überkam mich ganz spontan, auch wenn das Spiel mittlerweile nur 13 Jahre alt ist. Fast zwei Wochen, na, dann ist es 13. Ich spiele die PlayStation 4 Version, ne, auf der 5er, die Special Edition, aber es bringt mich einfach immer wieder zurück. Ich komme einfach immer wieder zu Skyrim zurück. So, ja, Klasse erstellen. Ich mache, weil wir Einheimischer sind, ne, ich möchte einen Einheimischen spielen. Ihr könnt natürlich die Klasse wählen, die ihr lustig seid. Na, der Khajiit würde sich für meine Spielweise zum Beispiel sehr gut eignen, weil er kann sich sehr heimlich bewegen. Und ja, er ist halt ein perfekter Dieb und ich mag gerne die Diebesfähigkeiten skillen. In Kombination mit Schleichen, Bogenschießen und so weiter, Taschendiebstahl, das ist genau meine Spielweise. Aber ich habe mich für Nord entschieden. Aber und mei, er ist ein Kriegertalent und kälteunempfindlich. Und ich will, weil es mir egal ist, Weible spielen. So. Was? Name noch eingeben. Fertig, so, Name. Das ist die Platin-Hilda. Warum ist das auf Amerikanisch eingestellt? Hm, keine Ahnung. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Das bezweifle ich. Dem Hauptmann Gefangener. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Da kommt was auf uns zu, Freunde. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Er hat nicht den ganzen Morgen Zeit, also wurscht, gleich mal die Rübe ab. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Zack. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumter Nord, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Da kommt er, Alduin höchstpersönlich. Was habt ihr gesehen? Göttern, ein Drache. Wie ist das möglich? So, das ist natürlich unsere Chance zur Flucht. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los!
Bin schon unterwegs. So, schnell raus hier, in das andere Haus rein. Gibt ein bisschen Fallschaden. Mitnehmen können wir eh nichts, weil unsere Hände noch gefesselt sind. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Alpha. Bleibt nah bei der Wand. Und also ins Flügel. Jetzt sind es nur noch wir. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Haltet ihr uns nicht auf! Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. So, mit wem wir und mit wem wir mitgehen, spielt keine Rolle. Kommt, hier entlang. Völlig egal. Wir sehen uns dann in Sovngarde. Aber da wir ein Nord sind, werden wir mit dem Sturmmäntler mitlaufen. Ein Drache, kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Werde ich auch, weil ich sonst nichts hab. So, also erstmal die Eisenkriegsaxt ausrüsten. Können wir auch gleich mal auf Favorit hinzufügen. Genau. Und ja, Bekleidung. Sturmmantelpanzer. Stiefel, Sturmmantelpanzer, der Rest kann weg. Na schön. So, jetzt haben wir zumindest schon mal Rüstung und hübsch sind wir. Das ist schon mal hervorragend. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. War ja klar, dass es nicht so einfach geht, ne? Ich glaube, ja genau, wir haben ja auch Magie, Heilmagie haben wir und wir haben Feuermagie ganz am Anfang. Genau, jede Klasse hat einmal Feuermagie und einmal Heilmagie. Ich habe das jetzt in die Favoritenliste gepackt, dann kann man schnell hin und her schalten. Na, hier Heilung, Flammen. Kommt schon, die Kaiserlichen! Entdeckung! Öffnet dieses Tor. Für Ulfred und Helden! Okay. So, da haben wir noch Waffen und Rüstungsteile, die wir noch einsammeln können. Schlüssel. Wie gesagt, am Anfang ist das alles völlig wurscht. So, ich nehme das kaiserliche Schwert, weil das andere viel zu schwer ist oder schwerer ist. Da haben wir noch eine beschlagene kaiserliche Rüstung. Was ist denn überhaupt, was ist denn besser? 23 Schutz, 25 Schutz, dann nehmen wir das. Ich mag übrigens leichte Rüstung verwenden. Das ist schwere Rüstung. Stiefel, ja, sind eh schon besser als der Fellstiefel. Schwere Rüstung, leichte Rüstung, einen Helm können wir aufsetzen. Ja, passt schon so. Können wir machen, wir können aber erst einmal hier lang laufen. Da werden wir übrigens reingekommen, werden wir dem Kaiserlichen nachgelaufen. Ne? Also wie gesagt, es spielt schlicht und ergreifend keine Rolle. Ich hätte halt dann die Sturmmäntler killen müssen.
Das ist der einzige Unterschied. Ja. Das können wir noch mitnehmen zum Verkaufen später. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber hier da haben wir noch einen Schlüssel, kaiserliche leichte Stiefel, aber das Zeug ist relativ wenig wert. Also lohnt sich jetzt nicht wirklich. So, einen Schlüssel haben wir eingesammelt. Kommt, verschwinden wir von hier, ehe der Drache den ganzen Turm über unsere Köpfe zum Einsturz bringt. Jetzt folgen wir einfach nur den Weg nach unten weiter. Da hier stürzt alles ein. Wir zücken die Waffe, grillen die anderen weg hier. Bam! So, optional durchsuche das Fass nach Zaubertränken, das machen wir auch. Ja, der Rest, der kann hier bleiben, das ist noch ein bisschen wertvoller. Wir werden sie brauchen. Salz ist eine Zutat. Werden wir gleich probieren. Anfälligkeit für Magie. Okay, also jedes Mal, wenn man eine neue Zutat findet, sollte man die probieren oder essen, ne? Weil dann kriegt man sofort den ersten Effekt von 4 raus. Dabei spielt es ja keine Rolle, ob das Ding giftig ist oder nicht. Ne? Das macht fast gar nichts, wenn man die Zutat nur einmal probiert. Das ist völlig egal. So, da haben wir noch Heiltränke, die nehmen wir freilich mit. Ja, Kartoffeln, Tomaten, ja, wir können kochen später. Das interessiert mich aber aktuell nicht. Da ist noch Salz, da haben wir noch einen Heiltrank. Fertig. Ja, freilich bin ich fertig. Auf geht's. Beim Blut eines Trolls. Jetzt gehört ihr mir. Es ist eine Frau. Oh, den habe ich ja komplett übersehen. Jarl Ulfric bei euch? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht. So, Eisenstreitkolben. Nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Eisenzweihänder. Ja, nee, ich spiele keine Zweihandwaffen. Die sind zwar stark. So ist es, nee. Die Folterer-Kapuze, 15 Rüstung. Die ist gar nicht einmal so schlecht. Wie schaut es denn mit dem anderen aus, was ich anhab? Der Helm hat 12. Na ja, dann. Schauen wir die Folterer-Kapuze. Es ist abgeschlossen. Seht zu, ob ihr das. So, Schloss knacken. Das wird eines meiner Hauptfähigkeiten werden, Freunde. Bin ich Riesenfan. Und schleichen. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. So, da haben wir auch ein Zauberbuch gefunden. Novizenkapuze, die können wir dann zerlegen, beziehungsweise die Robe wahrscheinlich. Ah, ja, okay, können wir auch zerlegen. Bei dem arkanen Verzauberer, aber dann lernen wir die Effekte und können das dann auf eine andere Rüstung oder Schmuck oder Waffenteil übertragen. So, als erstes, was wollte ich jetzt? Jetzt weiß ich es nicht mehr, was ich nachschauen wollte. War das bei der Bekleidung? Nee, da war es, glaube ich, nee. Novizenkapuze hat ja keinen Rüstungswert. Bücher, genau. Ich wollte den Funkenzauber lernen. So. Schlossknacken trainieren, auch wenn nichts drin ist. Ich mache alles auf. Da geht es wirklich nur darum, das zu skillen. Hast du noch was für mich? Nee. Da haben wir noch ein Schild, das können wir mitnehmen. Schau jetzt mit dem Gewicht aus, 190 von 300. Nein, da geht noch ein bisschen was. Das Buch vom Drachenblut. Das ist leider kein Lehrbuch. Lehrbücher, das erkennt man sofort daran, dass sie mehr als 50 Goldstücke wert sind. Oder mindestens 50. So, hier können wir auch noch ein bisschen die Gittertüren öffnen. Schlossknacken verbessert auf 16, jawohl. Wir knacken alles. Novizenschlösser sind dann noch relativ einfach. Da haben wir noch Geldbeutel drin. Knochenmehl, nächste Zutat.
Gleich probieren. Ausdauer senken, aber ihr seht, das ist ein minimaler Effekt, ne? Das tut nichts. Aber wenn es jetzt mehr oder weniger giftig war. Da hat noch Kohle dabei, das Skelett. Das nehmen wir natürlich mit, weil die braucht es eh nicht mehr. Genau wie der. Genau wie der. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Ja, ist keine Problematik. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Ich werde sicher nicht abwarten. So, das ist jetzt mal für mich das Allerwichtigste. Bogenschießen. Hier der Langbogen. Es ist zwar der schlechteste Bogen, den es gibt, ja, aber besser als gar nichts. Der macht da nur 6 Schaden, also das ist ein Witz, ne? Eine Öllache. Ja, die zwei verprügeln den, passt, wunderprächtig. Hat der noch was Brauchbares dabei? Die kaiserliche Rüstung können wir verkaufen. Wir können eigentlich alles verkaufen, aber ich kann nicht alles mitschleppen. Eisenpfeil nehmen wir noch mit. Passt. Da ist auch noch einer. Okay. Nehmen die ganzen Pfeile natürlich mit, weil Eisenpfeile wiegen Gott sei Dank nichts. Ja, der Rest, den brauchen wir nicht. So, ich gehe jetzt auch weitestgehend in gebückter Haltung. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ich mag den Schleichskill auch trainieren. Wenn irgendwo Gegner in der Nähe sind, dann geht es dann automatisch. So, als allererstes gehen wir hier den Bachlauf entlang. Denn da hinten liegt, glaube ich, noch ein Geldbeutel. Genau so ist es. Und ein Heiltrank. So, da liegt auch noch ein Geldbeutel. 7 Goldstücke. Alles mitnehmen, weil es summiert sich. So, und jetzt kommen die Spinnen und jetzt der Bogen rein. Jetzt machen wir hier einen doppelten Schaden durch den Schleichangriff. Später wird es der dreifache Schaden werden. Traum. Zack. Perfekter Treffer. Ich hasse diese Ja, Frostbissgift. Nee, das brauche ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt, nee. Das kannst du dir auf die Waffe schmieren für den nächsten Schlag. Was macht es überhaupt? Ein blutstockendes Gift, das gesunden Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Ja, schwaches Gift. Was ich nehme, ist hier ein Spinnei. Das können wir nämlich wieder probieren. Das ist auch Ausdauer senken. Und da in den Spinnbeuteln ist ein Skiverschwanz drin. Ausdauerregeneration senken. Na gut. Ah, da ist eine menschliche Leiche. Die hat Goldstücke. Die nehmen wir freilich mit. Dann nehmen wir noch die Spinneier mit, weil die sind verhältnismäßig selten am Start. Die sind immer bei diesen geöffneten Binnen Rieseneiern. Ja, das reicht da schon. So, war hier oben noch was? Jo, ein Heiltrank. Zaubertrank der Gesundheit, passt. Ja, und der Eisendolch, den wir auch nicht brauchen. Vor uns ist eine Bärin. Ja, und die Knall, ich hab die Bärin. Mach da nicht ins Hemd. Der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lass uns.
Mach dir nicht ins Hemd. Immer schön langsam. Ach so, ja genau, Freunde, was ich noch sagen wollte. System, weil es mir persönlich scheißegal ist. Für mich ist das Kämpfen oder die Herausforderung in Skyrim oder auch in Fallout völlig irrelevant und uninteressant. Wenn ich Herausforderung will, dann spiele ich irgendwelche Dark Souls Games oder Bloodborne oder sonst irgendwas, ne? Oder Souls-likes im Allgemeinen. Ich möchte meinen Fokus rein aufs Questen und Erkundung legen. Deshalb, ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich spiele auf Noob, auf Novize. Es ist der niedrigste Schwierigkeitsgrad, ohne Herausforderung beim Kämpfen oder fast nicht zumindest. Oh, Bärenklauen, sehr gut, die können wir auch gleich mal probieren. Mich interessiert es nicht, wie schwer es ist, Freunde. Oder wie viel Schaden mir Gegner verursacht mit einem Schlag, ob er mich one-hittet. Mich interessiert das nicht in Elder Scrolls. Für mich ist es reiner Erkundungsgame. Open-World-Erkundungsgame. Und das Gameplay ist ohnehin schon etwas, ja, antiquiert, könnte man sagen. Das interessiert mich alles nicht. Ich suche da keine Herausforderung. Überlebensmodus. Mhm. Den spielen wir auch nicht. Den gab es in der Vanilla ursprünglich nicht. Ich glaube, der wurde in Fallout New Vegas eingeführt, wenn mich nicht alles täuscht. Fallout 3 weiß ich gar nicht. Den spielen wir auch nicht, weil der ist für die Platin völlig irrelevant und es ist zu viel drumherum, Freunde. Du musst essen, schlafen, du musst schauen, dass da nicht zu kalt wird. Schnellreise geht nicht, was eigentlich das A und O in dem Spiel ist. Die Tragfähigkeit ist verringert und du kannst nur Stufen aufsteigen, wenn du schläfst. Gut, das war in Oblivion auch nicht anders und in Morrowind, aber nee. Wartet! Das juckt mich nicht, Freunde. Die Person kann nicht bestohlen werden, na gut. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Alduin ist nicht für immer weg, vergiss es. Jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester. So, das war das Tutorial, Freunde. Entfesselt. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht so geschafft. Wir haben hier noch ein bisschen was. Hier Schneebeeren können wir ernten, gleich probieren. Das ist Feuerresistenz. Hier gibt es aber auch noch Bergblumen und so weiter. Das ist alles Alchemiezutat. Ich werde das zwar sehr, sehr selten verwenden. Also Alchemie, ne? Aber ich weiß halt gern, was ich daraus zaubern kann. Ne? Wie zum Beispiel hier blaue Bergblume. Gesundheit wieder Distelzweig. Rote Bergblume. Frostresistenz. Magika wiederherstellen. Wie gesagt, das ist der erste von 4 Effekten. Und den lernt man halt, wenn man die futtert. Haben wir schon Violett gefressen? Nee. Ja, können wir gleich noch hier ein paar mitnehmen für später, wenn es wäre, weil im Moment haben wir eh sonst nichts. Oh, Schmetterling, passt. Können wir die Flügel futtern? Gesundheit wiederherstellen. Irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließlich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Ja, das machen wir sehr, sehr spät im Spiel erst, Freunde. Sehr spät. So, und bevor ich dann irgendwas anderes mache, mache ich noch 2 Dinge. Als allererstes gehen wir jetzt mal hier zu diesen Findlingen, die Steine. So, das sind die Wächtersteine. Wir haben 3 davon. Krieger, Magier und Dieb. Wenn ihr jetzt eine schwere Rüstung bevorzugt, Blocken und fette Nahkampfwaffen, dann nehmt ihr den Kriegerstein. Magier, na, nehmt das hier und Diebesfähigkeiten, nehmt das hier, das nehme ich. Da werdet ihr 20% die jeweiligen Skills schneller lernen. Allerdings nur,
solange dieses Zeichen aktiv ist. Also Heimlichkeitsfertigkeiten wie Taschendiebstahl, Schleichen, Schlossknacken und so weiter und so fort, ne? So, damals hat die Trophy, wähle den Segen eines Findlings. Auf jeden Fall ein Dieb, ja genau, weil ich mag das einfach, obwohl wir am Nord sind, ja, da wird sich ein Krieger anbieten, aber das ist ja das Schöne, du kannst machen, was du willst. Man ist trotzdem zu nichts gezwungen. So, da ist ein Bandit, den können wir abknallen. Leben komme ich hier was? Bitte, wie, was? Wie mein? Haben sie was gesagt? Oh, Schleichskill verbessert. So, da wäre eine Holzfäller-Axt, aber irgendwie kann ich die gerade nicht mitnehmen. Die würde ich aber gerne haben, weil hier könnten wir Holz hacken. Da können wir dann später unter anderem Pfeile herstellen. Aber die kriege ich ja so. Und was ich gerne noch machen möchte, Freunde, bevor ich dann die Hauptquest weitermache im Flusswald, ich mache die Mine noch. Die Glutsplittermine. Bietet sich an, da haben wir noch Zeit dafür. Vorsicht, das sind Schnüre gespannt, das sind Fallen, kann man aber wunderbar ausweichen. So, zum einen haben wir hier einen Pilz, den rauen Wulstling. Den können wir schon mal probieren. Feuerresistenz, so, sonst haben wir bis jetzt alles probiert, ja, von dem, was wir haben. Ich bin schon hier drin. Was? Ich knall seinen Compadre ab. Was? Ach komm. So, Stufe 2. Ich persönlich bevorzuge am meisten die Ausdauer. Zum einen, weil du lange laufen kannst, also sprinten. Und je mehr Ausdauer, desto mehr Zeugs kann man mitschleppen. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste. Natürlich auch Gesundheit. Magika weitestgehend wird von mir ignoriert, weil ich bin kein Magier. Die Triche einsammeln und natürlich das Geld. Ganz wichtig. So, hier haben wir zum Beispiel schon mal die Eisenerzader. Braucht man eine Spitzhacke? Fantastisch, liegt da. Ihr könnt es auf zwei unterschiedliche Arten machen. Entweder hier mit X anklicken und zugucken, wie der Char das abbaut. Oder ganz einfach, wir gehen auf die Waffen, rüsten die Spitzhacke aus und prügeln einfach manuell drauf ein. Geht dreimal so schnell. Ja, nehmen wir noch das Pelzschild mit, immerhin. Leichte Rüstung, was ich bevorzuge, ne? Obwohl ich eigentlich so gut wie nie blocken werde, weil auf Novize brauchst du das ganz selten. Aber, wie gesagt, findet euren eigenen Spielstil. Wollt ihr ein richtig brutaler Magier werden, fühlt euch frei, Freunde. Oder ein fetter Ork-Krieger mit Zweihandwaffe und brutalst schwerster Rüstung, Rambo-Style, bitte! Haben sie mich erwischt? Ja, okay, meine Schleichskills sind ja immer noch quasi nicht vorhanden, gell? Eisenstreitachs, da ist ein Zweihänder. Zweihandwaffe, aber das spiele ich eigentlich nie. Die machen zwar, wie gesagt, gut Damage, aber die sind mir zu langsam. Ist nicht meine Spielweise. So, das ist noch wichtig. Hell, was heißt wichtig ist es nicht. Hell sehen, können wir ein neues Zauberbuch, neues Zauber lernen. Zeigt den Weg zum gegenwärtigen Ziel, warum ne? Ist da jemand? Ja, deine Mama.
So, nehmen wir den Schlüssel mit. Können wir zwar, wenn wir den im Inventar haben, nicht mehr Schloss knacken. Aber das soll nicht das Problem sein. Na, hier die Wulstlinge brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Na, könnten wir jetzt knacken. Ist eine Novizentür. Aber wir haben den Schlüssel. Dietrich Gold-Welkinstein, jawohl. Goldene Halskette. Diadem der geringen Wiederherstellung. Da Claymore, Eisenzweihänder. Eisenkriegshammer, Zweihandwaffen. Ist wie gesagt nichts für mich. Wir könnten es verhökern, ja, aber ich habe eh nicht mehr so viel Platz. 265 von 3,5. Hier drin, ne. Da haben wir noch eine Eisenmine. Also eine Eisenerzader und keine Mine, wir sind in der Mine. So, vielleicht habe ich Glück und ich finde noch einen besseren Bogen. Weil der ist schon ziemlich bescheiden. Was war? Das war ein geiler Schuss. Okay, erwischt. Da passt. Leichte Rüstung verbessert. Das kommt automatisch, wenn wir getroffen werden. Stahlstreitaxt. Ja, nehmen wir mal mit. Die ist ein bisschen wertvoller. Und am Anfang kriegen wir eh nur Schrott. Also, was heißt Schrott? Nichts, was jetzt besonders wertvoll ist. Das kommt dann erst mit dem jeweiligen Level dazu. Ja, nehmen wir noch eine Fackel mit, die werde ich zwar nie benutzen, weil ich das eigentlich nicht brauche. Hackholz, ja, aber ich habe keine Axt, genau. Eisenerz, leichte Rüstung schmieden, das ist zum Beispiel ein Lehrbuch. Das kennt man daran, weil es mehr als 50 wert ist. Schmiedekunst verbessert auf 21, klasse. So, können wir schon was verbessern? Für den Langbogen bräuchte ich Holz. Ich habe kein Holz. Stahlbahn, ja. Ich könnte. Das hier verbessern. Für die Rüstung, glaube ich, habe ich nichts mehr. Nee. Leder haben wir nicht. Stahl haben wir auch nicht. Und der Schmelzofen ist keiner da, dass ich das Erz einschmelzen könnte. Aber das macht nichts. Ja, hier könnte man zum Fischen gehen. Ohne ausgerüstete Angel. Ja, aber ganz ehrlich, Freunde. Das wurde mal eingepatcht, aber... Ja, Jagdbogen, hä? Schon her, ich habe einen besseren. Gut. Dann kommt der Langbogen gleich raus. Den schmeiße ich ja sofort weg. Nee, hier gehen wir jetzt nicht fischen. Ich bin zwar leidenschaftlicher Angler, aber das ist in Skyrim nicht wirklich, sagen wir, gut. Da haben wir noch eine Erzader, die nehmen wir auch noch mit. So, na, das müsste hier gewesen sein. Wie gesagt, ein Schmelzofen ist leider keiner da. Weil dann könnte ich ein Erz einschmelzen zu einem Barren. Oh, Geld, danke, 19. Nett, nett, nett. Und mit dem Barren, oh, Kackeimer, nee, weg hier. Mit dem Barren könnte ich dann wieder was verbessern, aber okay, geschenkt, Freunde. Das war jetzt nur ein kleiner Abstecher. Damit wir schon ein bisschen was haben. Und mehr ging es mir hier gar nicht. Es ist eine kleine Mine. Man kriegt ein bisschen Erz, man kriegt ein bisschen Geld, Waffen und so weiter. Ja, ja, meine Ausdauer ist niedrig, ich weiß. Weil ich sie noch nicht gut genug geskillt habe. Aber das kommt alles noch.
So, liebe Freunde, wir werden uns jetzt noch nach Flusswald aufmachen. Da sind wir eh gleich in der Nähe. Das ist da unten. Und im nächsten Part geht's dann ganz regulär weiter. Hier, Morata Pinella, ein Pilz, den können wir auch gleich noch futtern. Magica wiederherstellen. Na, zwei Wölfe, tot. Okay. Pelze brauchen wir zum Lederherstellen. Bären- und Tigerpelze, Säbelzahn-Tigerpelze, da gibt's noch mehr Leder. Aber besser ist nichts. So, wir sind eigentlich gleich da, Freunde. So. Flusswald. Das soll es gewesen sein. Ich mache jetzt schnell speichern. Ja, das war jetzt der Einstieg, ne? Elder Scrolls 5 Skyrim. Das Tutorial und noch die Glutsplittermine. Das ist nicht, dass ein bisschen was noch dabei ist. Weil ich wäre so oder so dann reingegangen und hätte das Zeug geholt. In diesem Sinne, liebe Leute, haut's mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ist ein altes Game, ich weiß. 13 Jahre alt. Aber es ist in Sachen Open World RPGs immer noch mein absoluter Favorit. Seit 2011 spiele ich's immer wieder. Ja, nur Konsole. Mein PC hast du natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Die Enderal-Mod zum Beispiel, also na, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und auch grafisch sieht es natürlich noch viel besser aus, aber ich habe keinen so einen geilen PC, der das kann. Aber ich finde, dass die Special Edition dafür, dass das Spiel schon so alt ist, auch immer noch sehr ansehnlich aus. Ich finde, das ist immer noch gut. Die Stimmung ist einfach phänomenal. Und ich freue mich schon richtig darauf, viel Quests zu machen, viel zu erkunden. Einfach nur mein eigenes Abenteuer zu erleben. Und ihr hoffentlich auch. In diesem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch viel Spaß mit den Elder Scrolls 5 Skyrim. Danke, dass ihr da wart. Und bis nächstes Mal hoffentlich. Habe die Ehre. Ciao, servus.